Das vergangene Jahr endete mit Kirchenschändungen in St. Pölten, mit Pussy-Riot-Tänzen. Es wurden Kirchen in der Steiermark verwüstet, in Amstetten sogar Kirchen angezündet. Wer schützt religiöse Bürgerinnen und Bürger gegen diese Form der Christenverfolgung? Grundsätzlich wäre ja auch in Österreich der Staatsanwalt dazu berufen und die ordentlichen Gerichte aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Kirchen, Kirchen und auch die Katholiken vor derartigen Entwicklungen zu schützen, aber da tut man nichts. Jetzt werden wir sehen, wie die Staatsanwaltschaften, die ja damit befasst sind, reagieren werden. Ich mache mir da nicht allzu große Hoffnungen, aber versuchen muss man es zumindest. Aber es muss ein politischer Schutz her. Von den Hirten, den Bischöfen ist leider nichts zu erwarten. Daher müssen sich engagierte Katholiken, glaube ich, auf die Hinterbeine stellen und hier versuchen, gegenzuhalten. Es ist ja auch die Besetzung der Votivkirche in Wien im Grunde ein derartiger kirchenfeindlicher Akt der Schändung eines Gotteshauses, das ja mittlerweile zur Latrine verkommen ist. Auch hier ist kein Widerstand der Kirche und schon gar nicht des Erzbischofs von Wien zu erwarten. Daher müssen sich engagierte Katholiken auf die Hinterbeine stellen. Und wenn ich mir heute etwa anschaue, dass die Europäische Union wieder ihre Sticheleien gegen Christen fortsetzt, indem man beispielsweise am Pfingstmontag, einem gesetzlichen Feiertag, der übrigens in einer ganzen Anzahl von anderen Ländern der Europäischen Union auch noch gesetzlicher Feiertag ist, gezielt einen Plenartag anberaumt hat, dann zeigt das, dass man schlicht und einfach weiterhin an der Erodierung des christlichen Bewusstseins in Europa arbeiten möchte. Das ist ebenfalls das Gegenteil von dem, was man den Leuten versprochen hat. Ich erinnere mich noch, dass es Politiker gab, die behauptet haben, dass das Sternenbanner der Europäischen Union etwas mit dem Sternenkranz der Gottesmutter zu tun hätte. Das hat sich als Lüge herausgestellt. Es ist schlicht und einfach Unsinn. Diese Europäische Union leugnet die christlichen Wurzeln des Kontinents und tut alles, um das Christentum auf diesem Kontinent bedeutungslos zu machen. Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, Europa wieder christlicher zu gestalten? Das muss von den Christen in den einzelnen Mitgliedsländern ausgehen. Vom Establishment ist nichts zu erwarten. Von den Hirten ist nichts zu erwarten. Wir können nur hoffen, dass wir gemeinsam mit dem Heiligen Vater eine derartige Renaissance des Christentums durch eine Neuevangelisierung Europas zustande bringen. Stichwort Neuevangelisierung. Liegt die Lösung eher in der Politik oder in der Mission? Sowohl als auch. Auch die Politik hat Aufgaben. Das war immer so. Die Missionierung Europas vor über 1000 Jahren ist ja auch politisch getragen worden, etwa nach der Taufe Chlodwigs oder durch die Politik Karls des Großen, der heute zum Patron Europas erklärt wird. Das war das christliche Fundament, das dieser Kontinent gelegt hat. Und wenn dieser Kontinent seine christlichen Wurzeln leugnet, hat er keine Zukunft. Das ist meine feste Überzeugung. Daher ist es auch im Interesse des Kontinents als Ganzes, seine christlichen Wurzeln neu zu entdecken. Und das ist nicht nur Aufgabe der Bevölkerung und der engagierten Christen, sondern selbstverständlich auch Aufgabe von Politikern. Eine deutsche Tageszeitung berichtete vor kurzem, dass die Gewalt gegen Polizisten in ganz Europa enorm zugenommen hat, insbesondere im Zusammenhang mit islamkritischen Demonstrationen. Die Polizisten sagen, sie fühlen sich von der Politik im Stich gelassen. Was kann man tun, um die Justiz, vor allem die Polizei, wieder zu stärken? Ich glaube, es müsste sich auch die Polizei selber engagierter zur Wehr setzen, und zwar gegen die Politik. Wenn die Polizeivertreter permanent zuschauen, wie die Politik die Polizei im Stich lässt, insbesondere bei gewalttätigen Submilieus, wie etwa den ganzen radikal-islamischen Milieus, die sich in Deutschland oder in Österreich oder in anderen Mitgliedsländern der Europäischen Union gebildet haben, dann muss es auch engagierten Widerstand der Polizei geben. Die Polizei sollte sich auf die Seite jener stellen, die diese Entwicklung kritisiert haben. Und die Polizei sollte auch mittlerweile in den organisierten Widerstand gehen. Das heißt, die Politiker, die das eingebrockt haben, die sollen es auch selber ausbaden. Die brauchen es nicht mehr länger schützen. Ich würde mich als Polizist heute dagegen wehren, in solche Einsätze getrieben zu werden für ein schlechtes Gehalt und dafür, dass ich am Schluss noch kriminalisiert werde. Dann sollen die Politiker selber hinstellen und sollen diese ganzen Gruppierungen selber bekämpfen.